Ja, hallo, heute geht's ohne große Einführung gleich mitten rein. Ich habe vor einigen Tagen auf YouTube ein kleines Video gepostet von diesem Light Follower, also ein kleiner Aufbau, ein sehr einfacher Aufbau, der in der Lage ist, hier vorne einer Lichtquelle zu folgen und immer zum hellsten Punkt zu schauen. Es gab da ein paar Fragen, ich habe ein paar Mails gekriegt, wie denn das genau funktioniert und wie das Sketch dazu funktioniert. Und das möchte ich euch heute kurz zeigen. Zuerst schauen wir uns den Aufbau hier vorne an. Ich habe hier auf ein Holzstück einen Servo geklebt. Auf das Servohorn, man sieht es hier unten, ups, genau auf das Servohorn ein Stückchen von diesen Hartschaumplatten oder wie das heißt. Einfach mit der Heißklebepistole draufgeklebt und auf das Blättchen wiederum hier eine Art Flosse und auf dieser Flosse ist an jeder Seite hier und hier ein lichtempfindlicher Widerstand angebracht. Der Servo selber ist so ausgerichtet, dass er bei der 90 Grad Einstellung, also mittig ungefähr hier nach vorne schaut. Das heißt, er kann sich hier in beide Richtungen jeweils 90 Grad bewegen. Die Messwerte der beiden lichtempfindlichen Widerstände werden hier jeweils über einen Spannungsteiler auf eins der Analogpins übertragen. Zum Thema Spannungsteiler und lichtempfindliche Widerstände habe ich mal ein eigenes Video gemacht. Wer mit dem noch nicht ganz vertraut ist, kann sich die noch anschauen. Es funktioniert jedenfalls so: Wir kommen hier von plus 5 Volt, gehen in den lichtempfindlichen Widerstand. Hier das schwarze Kabel führt zurück. Geht zurück aufs Breadboard und wird hier einerseits über einen, ich hoffe, man sieht es, einerseits über einen 220 Ohm Widerstand zu Ground geführt und andererseits hier vorne in der Zeile mit dem gelben Kabel zum Analog Pin 0. Und hier an dieser Stelle, man kriegt damit hier einen fixen Widerstand, die 220 Ohm, und hier einen, in diesem Teil einen variablen Widerstand, und an diesem Punkt hier wird dadurch die Spannung aufgeteilt und variiert hier beim Analogpin, je nachdem wie groß der Widerstand auf dieser Seite ist. Auf die gleiche Art und Weise ist hier der zweite Widerstand, das linke Auge sozusagen von dieser Seite gesehen, verschaltet. Der geht zum Analogpin 1. Hier haben wir dann noch dieses dreipolige Anschlusskabel, das ist hier für den Servo gedacht. Den habe ich hier noch nicht angeschlossen. Zum einen möchte ich jetzt noch nicht, dass sich hier ständig was bewegt. Zum anderen sollten wir die von den beiden Widerständen gemessenen Werte zuerst einmal überhaupt über den seriellen Monitor betrachten und schauen, was denn da überhaupt daherkommt. Ich habe vorhin schon einen Sketch auf den Arduino gespielt und stecke hier mal an, damit die Stromversorgung da ist. Und wir schauen uns jetzt mal die Ausgabe am seriellen Monitor an. Okay, da kommen die Messwerte, sind derzeit 20 Messungen pro Sekunde, die da durchgeführt werden. Der erste Wert ist hier das von hier gesehen das rechte, der rechte Widerstand. Der zweite Wert ist der linke Widerstand. Und man sieht hier schon, wenn ich einen davon abdecke, dann verändert sich der mit dem jeweiligen Widerstand verbundene Wert ganz deutlich. Das schaut also schon ganz gut aus. Jetzt wäre es natürlich noch sehr praktisch, wenn diese beiden Widerstände hier möglichst gleiche Ergebnisse liefern würden. Das ist meistens gewährleistet, wenn die aus einer Packung kommen. Die beiden hier zum Beispiel sind aus dem Arduino Starter Kit. Ich habe aber bei den ersten Experimenten zwei unterschiedliche erwischt. Die liefern dann völlig unterschiedliche Werte in der gleichen Helligkeitssituation. Das kann man, wenn sie es über einen Multiplikator angleichen, wenn aber die Widerstandskurven der beiden Elemente völlig unterschiedlich sind, dann nutzt es auch nur sehr wenig. Also hier haben wir mal eine Situation, dass die Werte in etwa, wir haben hier um die 120 auf der einen Seite, um die 140 auf der anderen. Ich habe hier relativ viel Licht rund um die Arbeitsfläche, das kann natürlich auch daran liegen, aber versuchen wir mal hier mit einer Taschenlampe das etwas zu verändern. Okay, man sieht schon, wenn ich versuche hier möglichst gleich hinzuleuchten, dann kommen zumindest ähnliche Werte. Okay, also ich denke, das sollte für einen Anfang mal reichen. Und wir können dann auch den Servo anstecken. Wenn ich jetzt den Servo mit Spannung versorge, dann
wird, so Moment, einmal rot, einmal schwarz und Steuerung habe ich beim Pin 3, genau, angeschlossen. So, okay, was ist jetzt passiert? Der hat sich hier sofort auf eine Seite bewegt. Das ist leider deswegen, weil hier auf diesen beiden Seiten von meiner Arbeitsplatte relativ starke Leuchten angebracht sind und die Widerstände von denen verwirrt sind. Ich kann hier jetzt aber versuchen, mit einer Taschenlampe das ein bisschen zu korrigieren. Ja, genau, und ihn dazu zu bringen, hierher zu schauen. Wenn ich die Taschenlampe jetzt entferne, bleibt sogar hier. Jetzt fährt er in die andere Richtung. Okay, das passt auch. Die Schaltung hier hinten sollte relativ klar sein. Deswegen schiebe ich das jetzt mal etwas zurück, damit der mehr in die Mitte rückt. So, und hier wieder die Taschenlampe. Okay, und man sieht, mit der Taschenlampe kann ich die Lichteinflüsse von der Seite so ein bisschen ausgleichen. Und er fängt jetzt an, der Taschenlampe zu folgen. Wir sehen immer noch die Messwerte der beiden Augen und man sieht auch hier sehr gut, was passiert. Wenn ich mit der Lampe auf eine Seite fahre, ändern sich die Werte sehr stark und das Servo fährt so lange nach, bis von beiden Widerständen wieder halbwegs ähnliche Werte reinkommen. Das funktioniert ganz gut. Wäre es hier rundherum deutlich dunkler, dann würde es natürlich noch viel besser funktionieren. Was man auch versuchen kann, ist, die Widerstände hier noch etwas abzukleben von der Seite, damit die Störeinflüsse von der Seite nicht zu groß sind. Aber hier für die Demo passt es schon mal. Ich habe das Skript hier schon vorbereitet und werde es dann auch im Blogartikel veröffentlichen. Schauen wir es uns kurz durch. Hier wird die Servo Library eingebunden. Dann erzeugen wir hier das Servo-Objekt und ich setze den Startwinkel für den Servo auf 90 Grad. Der Servo, den ich hier verwende, der hat einen Bereich von 0 bis 179 Grad, der abdecken kann ungefähr. Und ich möchte, dass er zuerst mittig nach vorne schaut. In der Setup-Funktion wird die serielle Schnittstelle initialisiert. Dann setzen wir das Pin 3 auf Ausgabe. Das Pin 3, das ist ein PWM-Pin, unterstützt also Pulsweitenmodulation. Das braucht man, damit man den Servo ansteuern kann. Hier verbinden wir das Servo-Objekt mit dem Pin 3 und schicken den Winkel hin, also die 90 Grad, die ich oben definiert habe. Und dann gibt es eine kleine Wartezeit, wo wir dem Servo die Möglichkeit geben, diese Zielposition auch anzusteuern. In der Loop-Funktion, die wird nach der Setup-Funktion dann immer wieder ausgeführt, werden zuerst die beiden lichtempfindlichen Widerstände ausgelesen, die Werte, die da zurückgeliefert werden. Solltet ihr keine zwei Widerstände haben, die wirklich sehr ähnliche Messergebnisse liefern, sondern die sich grob unterscheiden, dann könnt ihr hier bei der zweiten Messung einfach mit diesem Faktor eine kleine Korrektur einführen. Sollte also der eine Widerstand doppelt so hohe Werte liefern, dann kann man hier das mal 0,5 nehmen und damit die beiden Werte in etwa anpassen. Dann rechnen wir uns die Differenz aus zwischen diesen beiden Messwerten. Und wenn die Differenz, ich habe hier einen Wert von 20 genommen, das müsst ihr dann entscheiden anhand der Werte, die eure Widerstände liefern. Wenn also dieser Wert um mehr als 20 unterschiedlich ist, also das rechte Auge sozusagen deutlich mehr Helligkeit misst als das linke Auge, dann wird das Servo um 2 Grad weiter bewegt und ja, wenn das umgekehrt ist, dann bewegen wir den Servo in die andere Richtung. Das hängt hier jetzt ein bisschen davon ab, ob der Servo sich eben in welche Richtung sich der standardmäßig dreht. Da ist vielleicht ein bisschen Experimentieren notwendig, bis das hier richtig funktioniert. Ja, dann überprüfe ich hier am Ende noch, ob auch die Randbedingungen eingehalten werden, das heißt, ob der berechnete Servowinkel jetzt nicht über 179 ist oder nicht kleiner als 0, dann stelle ich ihn jeweils zurück
und schicke hier den neuen Winkelwert an den Servo. Das heißt, der bewegt sich dann in die Richtung, wo die größere Helligkeit herrscht. Hier zu Testzwecken geben wir diese beiden Messwerte noch an die serielle Schnittstelle. Das heißt, hier im Arduino über den seriellen Monitor kann ich mir dann diese Messungen anschauen und am Ende gibt es wieder eine kurze Wartezeit. Wenn das am Anfang beim Austesten der Werte und der Einstellungen etwas zu schnell geht, auch im seriellen Monitor, diese 20 Millisekunden, das ist nicht viel, dann könnt ihr einfach hier den Wert nach oben schrauben auf 50 oder 100. Dadurch gibt es größere Verzögerungen, eine längere Wartezeit zwischen den Messungen und es wird etwas einfacher, hier die Werte zu verfolgen. Das war es jetzt schon mit diesem Skript. Ich glaube, große Überraschungen sind ja nicht drinnen. Ich werde es jetzt nochmal kompilieren und hochladen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ja, das ist jetzt das Ergebnis von dem kleinen Skript. Nachdem ich die Wartezeit zwischen zwei Messungen und Servobewegungen von 50 auf 20 Millisekunden reduziert habe, schaut jetzt ein bisschen nervös aus. Funktioniert aber sehr gut und hängt sehr direkt an der Lichtquelle. Genau. Ja, das war's schon für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach in den Kommentaren dazu schreiben. Ich werde auch einen kleinen Blog-Eintrag noch machen dazu, wo ihr den Source-Code runterladen könnt. Danke und bis zum nächsten Mal.